Aber kann man mal sehen. Also diese letzten Missionen, besonders jetzt, wenn man C auswählt, das haut schon rein. No? Okay, wir erledigen. Huch! Falsche Taste gerade gedrückt. Na klar, wir ziehen die Mist durch. Mal sehen, das sind jetzt knapp 5 Kilometer, die ich da fahren muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles in eine Folge reinquetschen kann. Nicht, dass die Folge dann doch zu lang wird. Also, das hätte ich nicht so gerne. Auf jeden Fall, das ist jetzt, wenn ich richtig liege, Folge 70. Und wenn wir da soweit alles erledigen, wenn wir da alles soweit erledigen können, was ich irgendwie noch nicht so ganz glaube, dann ist dieses Projekt doch schneller erledigt worden, als ich gedacht habe, sage ich ganz ehrlich. Weil so von der Story her wäre ich eigentlich so mit 100 Folgen mindestens dabei gewesen. Hey Lamar, that was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just want to be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Mike and Trevor too. We great. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? Alright, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Bewegt sich das Gedings? Sah mir gerade so aus. Dachte, der Pfeifenkopf da unten, der bewegt sich. Hatte mir gerade schon Sorgen gemacht. Ich wollte gerade schon eine kleine Abkürzung versuchen zu nehmen. Also, ne? Du weißt Bescheid. So. Alles klar, wir haben eine Maschinenpistole ausgewählt. Das ist schon mal eine gute Sache. Ob es funktioniert, ist eine andere Sache, aber man könnte ja eventuell auch ein Scharfschützengewehr nehmen, oder? He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. Aber warte mal, aber man kann es ja auch ganz einfach machen. Warte mal. So. Also. Boom boom. So. Okay, dann wechseln wir jetzt zu... Komm, wir wechseln jetzt zu Michael. Der hatte, glaube ich, den Stretch, oder? Jawohl. Auch gleich hier in die Ecke, wie in der Bohr. Moment. Da können wir hier das Scharfschützengewehr nehmen. Und zack. Ach Leute, ich bin noch gut ausgestattet hier. Was wollt ihr denn? So. Und alle tot.
Ja, warum nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, gut. Alles klar, ich hau mal ab. Tüdelü. Es ging auch schneller, als ich dachte. Mensch, da habe ich jetzt gerade mal knapp 5 Minuten für gebraucht. Your pal Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who tanked us, homie. Thanks. So who we got, man? What happened to Max? Just plant Steve Haynes in the dirt. Erledige Haynes. Da freut sich doch jetzt unser Trevor drauf. I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! Grr, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Oh, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Hi. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. No, sorry. I can't come out this weekend. Well, I finally arranged a three-way. Throw in a senior FIB agent. And you Hä? War nicht getroffen? Hä? Das finde ich jetzt aber ein bisschen, ne? Und so. So, also nochmal dasselbe. Och Leute, also, das darf echt nicht wahr sein, oder? Ja. Komm, ey, alle guten Dinge sind drei. Pff, Alter, ist das nervig. Ich sag nichts. Ich bin ruhig. Häng die Bullen ab. Ja, ich versuch's. Ich versuch mal Bestes, ne? Meine Damen und Herren. Ja, super. Ich dachte, wir können da runterfahren, aber es geht natürlich nicht. Warum denn auch? Hi. Leute, ist gerade eine ganz schlechte Situation hier. Ich habe gerade mächtig viel um Ohren. Und es wäre nicht gut, wenn man mir da jetzt irgendwie die Quere kommt, ne? Ich fahre jetzt einfach mal durch. Scheiß hier auf das Filmstudio. So, perfekt. Gut umfahren. Oh ja, also ihr braucht jetzt aber nicht alle hier von vorne kommen, ne? Das muss nicht sein. Ey, aber irgendwie haben sie es jetzt mit mir, oder? Ey Leute, kommt mal ein bisschen runter, chillt mal. Nee, komm, mir reicht das jetzt. Ich fahre jetzt zum Tunnel hin, da wo ich sonst immer hingefahren bin. Also irgendwann habe ich auch mal die Schnauze voll, ne? So. Das war nämlich hier meine kleine geringste mein Täuschungsmanöver. So.
So, perfekt. Ich wollte nur drehen. Ich glaube, bin jetzt auch jeder. Du willst mich verarschen, oder? Hey, Lester! Oh, I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. A Meriwether team was dispatched to protect him in his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. I'll go up there and get him. Begib dich zu Devins Haus. Wieso muss denn das Trevor jetzt machen? Kann das nicht Michael auch machen? Gut, okay, ich fahre schon hoch. Ich bin schon dabei. Aus dem Weg. Wie weit ist denn das jetzt? Ach du Scheiße. Ja, gut. Kann sich ein bisschen hinziehen, ne? Aber drei, ey komm, also knapp 14 Minuten haben wir für diese Folge jetzt noch. Und das könnte man ja doch so in eins bedingsen, ne? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich das doch so schnell hinkriege. Perfekt. War das nicht gerade eine gute Kurvenlage hier? Ha! Und 3,7 Kilometer sind es nur noch. Also das ist... Das ist einfach Skill. Nein, nein, das streichen wir ein bisschen aus dem Drehbuch. Also das habe ich nicht gesagt. Ich und Skill. Passt irgendwie nicht zusammen. Das wäre so wie... Kegel und spielt erste Bundesliga. Nee. Wird, glaube ich, niemals passieren. Oh, warte mal. Wir können hier eine kleine Abkürzung nehmen. Ha, die war gut, ne? Ja. Und ich sollte vielleicht mal dazu sagen, es ist jetzt gleich 5 Uhr in der Früh. Aber... Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel heute, ne? Also es ist in, ja, vor zwei, ne, also bevor ich die Aufnahmesession ja gestartet habe, waren wir bei Part 50 haben wir gestartet, jetzt sind wir bei Part 70 und vor der Aufnahme habe ich von Part 31 bis einschließlich Part 49 aufgenommen. Also das ist schon, ja, muss ich ja mal ehrlich sagen, das ist, sind zwei deftige und viele große Aufnahmen gewesen, ne? Also das sei jetzt mal so dahingestellt. So. Okay. Devin hat sich mit Meriwether und Wachleuten umgeben. Okay. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Entführe Devin. Okay. Das kriegen wir doch bestimmt hin, oder? Wir haben ja hier einen Schalldämpfer drauf. Bumm. Was? So. Mhm. Wie niedlich sich dieser Kopf da bewegt. Da ist er.
So. Jetzt hoffe ich mal, dass hier vorne kein weiterer Spacken ist. Und dass wir uns hier nach hinten durcharbeiten können. So, komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen in Schleichmodus. Dass wir auch nicht irgendwie gesehen werden. Zack. So, bevor dieser eine Spacken da jetzt gleich zurückkommt. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Scheiße. Perfekt. Nice. So, ist hier irgendwo noch so ein kleiner verbrobbelter Arsch? Ich weiß es ja nicht. Da hinten ist einer, warte mal. Ja. Cobbsit is real, I repeat. Cobbsit is real. Fuck you. Ah. Okay. I'm kind of bored of killing you, prick. Ja, tschüss. Okay. Das waren jetzt, glaube ich, alle, oder? Oder kümmt der noch was? So, Devin. Ach komm, also bitte. Ich weiß auch jetzt schon, dass du in dieser Kiste dich versteckt hast. Wait, wait, hear me out! No more talking! Ach, es ist herrlich. Ich hätte mein Fahrzeug vielleicht mal anders hinstellen sollen. Begib dich zum Treffpunkt. Wo ist denn der Treffpunkt, wenn ich mal fragen darf? Uff, ja, gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 7 Minuten 20. Komm, das gehen wir hin. Mr. Weston, let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Alles klar. Dann treffen wir uns da mit dem ganzen Team. Und mal gucken, was dann so abgeht. Oh, Entschuldigung. Ich finde, dieser Teil von, ich sag mal hier von dem Finale, ist zwar am schwierigsten zu handeln, weil wir da wirklich alle, ja, ich sag mal, alle, die uns irgendwie, die uns töten wollten, die müssen wir ja selber erstmal über den Jordan gedingsen, ne? Mach mal keine Schnelzerei hier. Was? Keine Schnetzerei? Was rede ich da für einen Scheiß? The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes! That's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here! Look! I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh, yeah, all
entrepreneur. Let me buy a stake. Give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. You're dead! Also erst will hier Devin Weston uns Geld geben und jetzt sind wir erledigt. Ist nicht halb so, nichts Ganzes. Nö. Gefällt mir nicht. Finde ich echt nicht gut. Macht keinen Krach da hinten. Ist Mittagszeit. Obwohl für mich gerade früh am Morgen. Alter, 5.04 Uhr ist es jetzt. Find a happy place, you Zen cock. Huch! Was war das denn jetzt? Die Karre ist voll ausgebrochen, ey. Vielleicht mal neue Reifen aufziehen. Oder was anderes. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Ach. Also ich find's aber mit der Entscheidung auch am besten. Also weil ich sag mal, Steve Haynes musste sterben, Stretch musste sterben. Der Chinesen Schlawutski musste sterben und hier Devin Weston genauso. So. Dann warten wir mal, bis das ganze Team zusammenkommt. Oh yeah. Geile Mucke, wo ich die Musik ausgemacht habe. Aber egal. Hey, we good, T? Never better, amigo. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound! Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism of the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. So. Halte W gedrückt, um das Auto zu schieben. Klar, krieg ich hin. Boom, baby. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin.
Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Das ist eigentlich das beste Ende von GTA 5, von der Story. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ganze Fazit, beziehungsweise die ganze Zusammensetzung der Story, ich finde es ja gut, dass man alle Charaktere so zusammengesetzt hat, aber die ganzen, ja, wie kann ich das jetzt am besten aussprechen? Ich sag mal so, jeder einzelne Charakter hatte wirklich seine eigenen Macken. Kann man wirklich nicht anders sagen. Trevor war wirklich der durchgeknallteste. Michael, ja, war ein Familienvater, der auch nicht mehr so alle Latten am Zaun hat. Und Franklin war ja ein Gangster, der ein bisschen mit Drogen und anderen Sachen so ja, zu tun hatte. Aber so dieser ganze Zusammenhang der ganzen Hauptcharaktere, das war echt hammergeil. Und ich denke mal, genau das war auch deswegen eine gute Idee, die ganzen Endings zu zeigen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja nö, ich zeige jetzt nur, ich sag mal, Ending A oder Ending C und gut ist es. Weil auf der PS4-Version habe ich wirklich nur, wenn ich richtig liege, den Todeswunsch immer ausgewählt, weil ich in den meisten Fällen genau wusste, dass Trevor und Michael das überleben. Und bei der Ausführung, wo man sich aussuchen konnte, wer jetzt sterben soll, das ist, also ganz ehrlich, ich wollte niemals Trevor ein Haar krümmen, auch wenn er ein Arschloch ist. Ich wollte Michael niemals ein Haar krümmen, auch wenn er ein Arschloch ist. Und ich wollte auch Franklin nie ein Haar krümmen, auch wenn er ein Arschloch ist. Also passt das eigentlich sehr gut zusammen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen. Dieses Game ging doch schneller zu Ende, als ich es erwartet habe. Die restlichen Fremde und Freaks Missionen werden jetzt nicht mehr gezeigt und da werde ich auch nichts weiter dran machen. Warum? Weil es nur um die Hauptstory ging und die Hauptstory ist jetzt mit allen drei Endings beendet. Was jetzt als nächstes Projekt kommt, steht eigentlich auch schon fest. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Projekt dann schon angefangen habe oder ob das vielleicht auch schon fertig im Kasten ist. Weil ich muss jetzt erstmal das gesamte Projekt von GTA 5, nicht hochladen und freischalten. Aber ich sag mal so, zu diesem Zeitpunkt, wo jetzt Part, welcher Part ist denn das jetzt? Ich glaube Part 71. Ich glaube, da ist gerade erstmal, oh Gott, lass mich lügen, aber ich glaube Part 10 ist erst freigeschaltet. Und ich hatte ja gesagt, dass ich in meinem Urlaub genug aufnehmen will. Und ich habe jetzt die letzten zwei Nächte, ich kann ja jetzt mal sagen, es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der 8.1.2019 um 5.14 Uhr morgens und ich habe das wirklich in zwei Aufnahmen so gesagt aufgeteilt
Und diese Aufnahme, die ging jetzt von, warte mal, wann habe ich denn angefangen? Gegen 19 Uhr war das, glaube ich. Oder, nee, Quatsch. Gegen 18 Uhr habe ich angefangen. Die ging dann bis 19 Uhr, schieß mich weg. Und dann habe ich erstmal eine kurze Pause gemacht, dann habe ich weiter aufgenommen, dann habe ich zwischendurch nochmal eine Pause gemacht. Und hin und her, bla bla bla. Auf jeden Fall, Rockstar Games hat dieses Spiel hammermäßig aufgebaut. Muss ich echt großen Respekt zollen. Das kann man nicht, also man kann es nicht selber beschreiben, man muss dieses Spiel selber gezockt und auch selbst erlebt haben. Was anderes kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen, auch wenn jetzt der Endscreen ja ein bisschen leise ist, aber wie gesagt, ich habe die Musik lieber ausgeschaltet, bevor es da mit den mit der GEMA oder mit der Urheberrechtsversion von den verschiedenen Firmen, dass es da eventuell Probleme gibt. Genau deswegen habe ich das ausgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch weiter durchlaufen lasse. Ich weiß nämlich jetzt nicht. Der Timer, der ist auch schon ausgestellt. Egal. Leute, ich mache jetzt einfach... komm, weißt du was? Ich mache jetzt hier die... das können wir doch bestimmt so überspringen. Ja, nice. So, jetzt haben wir hier nochmal zum dritten Mal Patient Kegelgott 1986. Ein faszinierender Fall. Versucht immer das Richtige zu tun, macht bei der Beurteilung, was das Richtige ist, aber katastrophale Fehler. Fanat in die eigenen tierischen Urtriebe. Was? Davon weiß ich aber nichts. Bösartig, extrem bösartig, wird wahrscheinlich die Rechnung nicht bezahlen. Fühlt sich überlegen, trotz vieler offensichtlicher Unzulänglichkeiten, sexuell unterdrückt, was in diesem Fall etwas Gutes ist. Mag die Familie also nicht völlig Solipsis, was? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Hält sich für den cleveren Typ, der das große Gesamtbild erkennt. Wahrscheinlich der schlimmste Psychopath, den ich je getroffen habe. Wahrscheinlich kein ausgewachsener Kleptomane. Mhm. Steht nicht auf Yoga, wie es aussieht. Faul, faul, faul. Scheint eine Menge sehr merkwürdiger Leute zu kennen. Niemand, der etwas zu Ende bringt. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Nur... Tolles Schlusswort. Wunderbar. Ich freue mich sehr. So, wir haben ihr Konto. Okay. Sehr nice. So, und dann müssen wir jetzt mit Trevor nochmal ganz kurz gucken, was jetzt hier so gedingst ist, ne? Was der gute Ron hier im Wohnwagen gedingst hat, ne? So. You've done well for yourself. Was? What are you doing here? Is that how you greet your mother, Trevor? What? I didn't know they let you out. So you never wrote to me? You never visited? Well, I bet you never found a girl. Tell me, Trevor, are you gay? No. Is that what this is all about? No. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma, nothing. Not a peep. I carried you in here. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were an ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it.
There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me. Of your own mother. I've been here for hours. And have you gotten me a drink? Or a cigarette? Or massage my feet? I'm an old woman. And you, in the prime of life. Have you nothing inside? I am so sorry. There, it's okay, son. Oh, that's enough. Here I am, old and tired and alone. I'm so sorry for everything. Exactly. For everything. I'm an old woman, Trevor. I don't got no insurance. Oh, I got money! I don't want your goddamn money! Is that what you think I am? A prostitute? Still? You're sick. What can I do? I'm in a lot of pain. I need you to get me some more Delutamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000-milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know you need a father figure. Was? Ich bin im falschen Film. So, wenn ein Lieferwagen mit dem Bogen von Deludamol Pharmaceuticals drauf. Jetzt noch? Nee, also das, ich möchte nur sagen, dass sie immer in meinem Herzen sein werden. Mein Herz ist, was? Moment, das ist hier eine E-Mail? Moment. Ich möchte nur sagen, dass sie immer in meinem Herzen werden, sein werden. Das Herz, mein Herz ist voll, weil sie da drin sind, machen sie so, gut, das ist das, was ich beim ersten Ding schon vorgelesen habe. Aber egal. So, ja gut, ich würde sagen, dieses Dings ist hier für die Mutter, das... Nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir könnten jetzt, ja, die restlichen Dings hier auch noch machen, aber warum sollten wir? Wir haben die Stories, also die Story-Mission beendet. Wenn mir das Glas kommt, ich habe diese Brad-E-Mails geschrieben. Alle, ich werde deine Geheimnisse für mich behalten und jetzt beruhig dich und hör auf, so ein beschissenes Arschloch zu sein, oder was? Oder wie? Oder wo? Musst dir darauf nicht antworten, bleib mir vom Leib. Alles klar. For you. Alright. Gut. Dann werde ich dieses Projekt jetzt auf Eis legen. Es wird beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Auch wenn es... Es werden, wie gesagt, nicht viele Zuschauer gewesen sein werden, haben sein tun. Aber egal. Auf jeden Fall, Trevor, Michael und Franklin, wir alle, also ich dabei, ne, bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen. Und ich würde einfach sagen, wir beenden das Ganze mit einem kräftigen Bums. Also mit einem Knall. Ne? Achso. Patricia! Trevor! Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Is he treating you well? If you ever... You're a sweet... Entschuldigung. Send me that picture you took yesterday. Das wollte ich eigentlich anders regeln. Hallo? Momentchen hier, also, ne? So geht das ja nicht. Oh. Habe ich da jetzt... Ich habe da gerade auf den Hund geschossen, um Gottes Willen. So, mein lieber Freund. Hast du hier gerade versucht, mich zu über... Moment. Also so nicht, ne? So haben wir nicht gewettet hier, mein Lübchen. Wollte der mich hier gerade gedingsen? Glaub, es hackt. Komm, und das machen wir jetzt hier mit dem
schönen Dings. Ne? Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich verabschiede mich auf meine allbekannte Art. Ich sage tschüss mit Ö. Und, ja. Bis zum nächsten Projekt. Macht es gut. Tschüss. Perfekt.